Okay, ich habe Großes vor. Was fällt einem auf in dieser Ecke? Die Heizung. Und was wollen wir nicht sehen? Die Heizung. Also werde ich eine kleine Heizungsvorrichtung bauen. Und bei diesem Prozess werde ich dich mitnehmen, sowie bei der Entscheidung, warum ich die Decke gestrichen habe. Und jetzt kann's losgehen. Erstmal messen wir die Fensterbank aus und addieren dann 3 cm auf jeder Seite. Damit die Heizung auch ein bisschen Luft zum Atmen sozusagen hat und eben nicht zu sehr die Hitze da drin staut. Hier muss natürlich noch mehr Platz sein, vor allem auch, damit man noch die Heizung an- und ausmachen kann. Next Step ist natürlich die Höhe. Das sind bei mir 84 cm. Ich habe mir also im Baumarkt ein paar MDF-Platten besorgt und die waren vorher natürlich noch nicht ausgeschnitten. Die habe ich selber ausgeschnitten, aber schon in dem richtigen Maß. Also stellt euch vor, das hier würde jetzt noch nach rechts rausgehen. Habe ich mir so geordert. Ich wollte natürlich auch, dass die neue Fensterbank sozusagen noch weiter rausgeht, damit es eben noch schöner aussieht. Für die Seitenteile habe ich mir 2 etwas dünnere MDF-Platten zuschneiden lassen. Hier sieht man auch einmal den Unterschied und habe die dann sozusagen an die Fußleisten angepasst und ausgeschnitten. Die Front der Heizungsverkleidung besteht aus 2 langen Leisten und 26 kleinen Leisten. Die Anzahl der kürzeren Leisten ergibt sich aus der Länge der Leiste, die bei mir 80 cm ist, und dem Abstand zwischen den einzelnen Leisten. Keine Sorge, ich musste auch 2-mal in den Baumarkt fahren. Der Leim hält alles bombenfest, ohne dass man Nägel braucht. Allerdings würde ich beim nächsten Mal erst alle Leisten streichen, denn das hat wirklich mehrere Stunden gedauert, in den Zwischenräumen akkurat zu pinseln. Daher bin ich mir nicht sicher, ob Leim auch so gut auf gestrichenem Holz hält. Erst habe ich alle Teile grundiert, dann lackiert mit der entsprechenden Farbe, die ich mir ausgesucht habe. Und dann alle Teile mit mehreren Winkeln verschraubt. Damit die Heizungsverkleidung vorne diesen schwebenden Look hat, bringen wir sie mit Magneten an und können somit die Heizung auch ganz einfach immer wieder an- und ausmachen. Okay, jetzt geht's zu den Farben. Let the fun part begin. Das wird gut, Leute. Rot mit Flamingo für meine Decke. Oh mein Gott, das wird wild. Und die schönste Farbe, Blau mit Veilchen. Ich wollte mein Esszimmer unbedingt etwas wärmer gestalten, da das Blau den Raum etwas kühl gemacht hat, da hier von der Seite nur wenig Licht reinkommt. Und deshalb habe ich mich für diese 3 Farben entschieden. Einmal das Blau mit Veilchen, Rot mit Flamingo und Weiß mit Vanille. Und Blau mit Veilchen, Trendfarbe 2023. Natürlich, weil ich die Farbe liebe. Habe letztes Jahr schon Blau mit Veilchen rauf und runter getragen in meiner Kleidung. Und bin jetzt fast ein bisschen sad, dass ich nicht mehr die einzige Person bin, die dieses Blau trägt. Aber umso schöner, denn jetzt finde ich noch mehr Pieces in dieser Farbe. Dann das Rot mit Flamingo. Ich wollte eigentlich unbedingt Pink, aber das hätte den Raum dann doch etwas kühler wieder gemacht, weil wenn man meine Hose anschaut, das ist auch eher kühl und so pink hätte ich es gerne gehabt. Aber da ich nicht so viel Licht habe, macht das Sinn, einen Pinkton zu nehmen, wo noch ein bisschen Wärme mit drin ist. Und das gleiche mit dem Weiß mit Vanille. Hätte ich also hier ein ganz normales Weiß genommen, beziehungsweise hätte die Wände weiß gelassen drumherum, dann wäre einfach dieses Farbspiel gar nicht so richtig zur Geltung gekommen und es wäre total kühl im Raum. Und wir wollen keinen kühlen Raum, wir wollen ein warmes, nettes Ambiente im Esszimmer haben. Deswegen diese 3 Farben mit der Wand hier zusammen. Ich habe sogar die Decke gestrichen, was vielleicht eher ungewöhnlich ist. Und zwar habe ich das mit dieser Farbe gemacht. Und ich wollte ein bisschen mehr Lebendigkeit in diesen Raum reinbringen, damit es alles ein bisschen besser zusammenspielt mit den Farben und eben ja ein bisschen wärmer wird. Und wie man sieht, passt die Farbe hier richtig, richtig gut in den Raum. Also ich bin sehr froh, dass diese Farbkarten mir vorher geholfen haben und es jetzt wirklich eigentlich genauso aussieht und einfach richtig, richtig gut passt. Das Einzige, was mich sehr gestört hat, ist, dass die Decke auch Raufaser ist und in den Ecken sieht man, dass es dadurch, dass überall Raufaser ist, eben ein bisschen unsauber ist. Aber vielleicht bringe ich da einfach noch ein paar Leisten ran.
Ich liebe, liebe, liebe das Ergebnis. Wie findest du's?